Hallo und willkommen bei Shanwach Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Wassermann für den Monat Dezember 2021. Das ist eine Legung vorrangig für den privaten Bereich, für eure Beziehung, Partnerschaft, Ehe, familiäre Angelegenheiten, Freundschaften, also alles, was im Privaten stattfindet. Ihr könnt natürlich probieren, diese Legung auch auf andere Lebensbereiche anzuwenden, wie zum Beispiel den Beruf oder finanzielle Angelegenheiten. Da müsst ihr euch entsprechend reindenken. Ja, die Legung ist geschlechtsunabhängig zu bewerten. Wenn hier Personenkarten, Königinnen, Könige auftauchen, kann für beide Geschlechter stehen. Und bitte denkt immer daran, es ist eine Legung an das Kollektiv, an die Allgemeinheit. Wenn ihr die Legung jetzt hier euch anhört und ihr habt das Gefühl, das passt ja gar nicht zu mir, was soll das denn? Dann ist es einfach nicht eure Legung. Dann bitte nicht böse werden. Das ist dann nicht ja, so gemeint, dass ich euch ärgern möchte. Dann habe ich einfach eure spezielle Lebenssituation hier nicht mit aufgreifen können. Das ist eben mal so. Ja. Gut. Ich fange an mit Tarotkarten und werde im Anschluss hier Lenormand-Karten auslegen. Wir schauen zunächst mal, was passiert hier im Dezember 21 für die Wassermanngeborenen? Was kommt da noch auf die Wassermänner zu? Wie könnt ihr das Jahr für euch abschließen? Sehr gut. Drei der Kelche. Es gibt hier was zu feiern. Ja, natürlich, die Feiertage werden sehr genüsslich verbracht. Ja, ihr könnt hier gut schmausen, gut essen, netten Glühwein trinken, ja, Champagner zum Silvester. Also, hier wird keiner alleine die Feiertage verbringen müssen. Ihr seid hier in Gesellschaft, in liebevoller Gesellschaft. Ja, es wird sehr harmonisch, denke ich mal. So, ich lege hier noch andere Tarotkarten drauf. Königin der Stäbe. Sieben der Stäbe. Und die Welt. Ja, mitunter gibt es hier was zu feiern, weil jemand mit einer großen Portion an Stärke, positivem Denken, Kraft, ja, Dinge bewegen konnte. Und zwar, hier wurden Blockaden aufgelöst, hier wurden Hindernisse überwunden, hier wurden Lösungen gefunden, wie man gewisse Schwierigkeiten überwinden kann. Kompromisse wurden hier vielleicht ausgelotet, ja. Vielleicht waren es auch Behördenangelegenheiten, die hier gestresst haben. Auf jeden Fall wurden hier wirklich große Herausforderungen gemeistert mit der Energie der Königin der Stäbe, entweder wart ihr das, ja, liebe Wassermanngeborenen, ihr wart hier so super feurig unterwegs, oder ist es jemand in eurem Umfeld, der das hier geschafft hat und das gibt es hier zu feiern. Und mit der Welt lässt sich vor allem feiern, dass hier ein gewisses schwieriges Kapitel beendet werden konnte, geschlossen werden konnte. Ja, ihr habt hier große Hürden gemeistert und vieles geschafft und das gibt es jetzt zu feiern. So, ich schaue mal direkt hier auf dich, lieber Wassermann. Ja, ich lege mal ein paar Karten direkt auf dich. Neun der Kelche. Ja, die Wunscherfüllung. Danach
Die Prinzessin der Münzen. Jetzt sind hier doch noch so viele rausgefallen. Drei der Stäbe, der Ritter der Stäbe und acht der Schwerter. So, lieber Wassermann, ich sehe hier auf deiner Seite mit neun der Kelche die Wunscherfüllung. Du hast dir einen großen Wunsch erfüllt. Ja, hier ist etwas in Arbeit. Ja, was dich sehr erfüllt. Du hast hier mit dem Narren die Option, ganz von vorne anzufangen. Du hast hier ein neues Projekt, eine neue Idee, eine Chance, etwas ganz neu auf die Beine zu stellen. Das erfüllt dich hier mit Glück. Ja, du hältst es vielleicht noch teilweise geheim, was du hier vorhast. Hier mit der Prinzessin der Münzen. Ja, das steht hier für neue Projekte, quasi Sachen, die noch in Kinderschuhen stecken, die aber wirklich langfristig verlaufen sollen, ja, die Stabilität bieten sollen. Hier ist etwas am Neuaufbauen, am Neuerblühen. Hier mit drei der Stäbe hast du ganz konkrete Pläne, wie das abzulaufen hat. Hier mit dem Ritter der Stäbe und mit acht der Schwerter muss ich allerdings euch ein bisschen zügeln. Bitte habt etwas Geduld, ja? Nicht, dass ihr die Dinge übereilt, also dass ihr wirklich hier übertreibt und zu schnell zu viel Erwartungen habt. Ja, drosselt ein bisschen das Tempo, weil wir haben hier auch diese acht Schwerter. Das heißt, möglich, wenn ihr euch hier verausgabt und vielleicht euch zu unüberlegten Entscheidungen hinreißen lasst, dass euch das zum späteren Zeitpunkt in Schwierigkeiten bringt. Ja? Also es sieht alles ganz gut aus, aber bitte nicht übertreiben. Ich lege mal jetzt hier Karten auf das Gegenüber. Mit wem habt ihr das hier zu tun? Also bitte hier auch nicht übertriebenen Aktionismus im Dezember, ja, dass man wirklich jeden Tag auf den Weihnachtsmarkt geht, vielleicht noch ohne Schal, ohne Mütze und dann noch krank wird. Also jegliche Art von übertriebenen Aktionismus bitte nicht im Dezember, ja? Ist hier so ein kleiner Ratschlag für euch. So, beim Gegenüber zwei der Schwerter. Die Königin der Schwerter. Die Sonne. Und der König der Schwerter. Also beim Gegenüber habe ich hier diese zwei der Schwerter. Ihr habt es hier mit jemandem zu tun, der ist einfach noch nicht so weit wie ihr, liebe Wassermanngeborenen. Ja, da ist jemand bei euch, der noch nicht diese Leichtigkeit und dieses Gespür für die Dinge hat, wie ihr das habt. Ja, ihr seid hier in dieser Feuerkraft mit diesen Kelchen. Also hier ist sehr viel Optimismus, sehr viel Neuanfangsschwung. Ja, das Einzige, was ihr habt, sind diese acht Schwerter. Vielleicht seid ihr einfach eine sehr erfolgreiche Mutter, ja, wo alles super läuft, aber hier gibt es irgendwelche Sorgen mit dem Kind, ja, weil hier liegt auch ein Kind im Bett. Nur so als Beispiel, also lieber Wassermann, du hast hier irgendein Sorgenkind, obwohl grundsätzlich im Allgemeinen die Situation super aussieht, ja.
Hier gibt es auch was zu feiern und hier ist das Sorgenkind mit diesen zwei Schwertern. Ja. Du machst dir Sorgen, weil du es hier mit jemandem zu tun hast, der partout nicht hinsehen möchte. Ja. Dann haben wir hier diese Königin der Schwerter, den König der Schwerter und dazwischen die Sonne. Könnt ihr mir bei einigen vorstellen, es ist auch ein Pärchen. Ja, vielleicht ist es die Tochter mit dem Schwiegersohn oder der Sohn mit der Schwiegertochter. Also irgendwie so ein Zweiergespann. Oder es ist ein befreundetes Pärchen. Also ich sehe hier nicht unbedingt euren Partner oder eure Partnerin hier im Fokus im Dezember. Natürlich ist euer Partner wichtig im Dezember, aber das Anliegen, was hier in den Karten gezeigt wird, betrifft halt eine andere Person außerhalb eurer Beziehung. Ja, und hier sehe ich ein Pärchen. Die beiden sind hier sehr eng miteinander verflochten. Das ist hier so ein Schwerter Königspaar. Beide, die sich sehr reserviert zeigen, sehr abgeklärt sind, sehr strukturiert. Ja, eigentlich so eure Energie. Gefällt euch eigentlich ganz gut. Und trotzdem gibt es da etwas, speziell hier ausgehend von dieser Königin, wo die nicht weiter weiß, wo die verzweifelt. Und ja, ihr macht euch Sorgen deswegen. Vielleicht kommt hier aber noch eine weitere Person ins Spiel, die eine Lösung hat. Ja, weil wir haben hier drei der Kelche. Mir fällt gerade auf, ja, ich muss es euch sagen, ich kann euch das nicht vorenthalten. Ich bin hier gerade so sehr positiv aufgestellt mit den Legungen, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass drei der Kelche auch eine Dreierkonstellation anzeigen kann. Ja, und wir haben hier auch auf deiner Seite, lieber Wassermann, drei der Stäbe. Dreierkarten sind halt Dreierkonstellationen, die hier natürlich auch sich abspielen könnten. Ja, wenn es denn so ist, dass du, lieber Wassermann, dich in einer Dreierkonstellation befindest, dann bist du wahrscheinlich der Part, der außerhalb der Beziehung steht und du hast es mit jemandem zu tun, der sich in einer festen Partnerschaft befindet. Und nun geht es darum, dass dieser Mensch hier eine Entscheidung treffen soll in deine, eure Richtung. Und ich vermute mal, wenn das so sein sollte, dann wird sich dieser Mensch auch eher für seinen bestehenden Partner entscheiden. Okay. Ich lege jetzt mal hier Karten, wie das bei Wassermann so weitergehen könnte. In der nächsten Zeit. Drei der Stäbe. König der Stäbe, hoppala, Sechs der Kelche, zwei der Schwerter. Also diese drei der Stäbe, die haben wir auch hier bei dir auf deiner Seite, lieber Wassermann. Du hast hier ganz bestimmte Pläne, Visionen, du bist sehr davon überzeugt, dass du das umsetzen kannst. Ja, du bleibst dabei, du bleibst in dieser positiven Gedankenkraft, das ist sehr gut. Nun haben wir hier den König der Stäbe. Ich denke mal, das ist jetzt hier deine Energie, wie du so weiter vorwärts gehst, ja, mit dieser Feuerkraft, mit dem Optimismus, mit dieser Kraft auch.
Ich habe das Gefühl, dass viele Wassermann-Geborenen auf einmal derzeit übermäßige Kräfte entwickeln. Ja? Also im Jahr 21 hat das ab und zu so ein bisschen stagniert und da hat man so ein bisschen geschwächelt, aber das hat euch noch stärker gemacht. Also jetzt momentan sagt ihr, ich habe hier eine Riesenpower. Einige haben sich auch mit irgendwelchen Vitamintabletten eingedeckt. Also ihr seid hier richtig in Schwung und richtig zäh und auch sehr belastbar in der nächsten Zeit. So, und dann haben wir hier dieser Sechs der Kelche und zwei der Schwerter. Ja, eine große Sehnsucht, ja. Jemand wird hier vermisst, ja. Jemand wünscht sich da jemanden aus der Vergangenheit zurück, ja. Sehr starke Nostalgie. Könnte hier, wenn es eine Zweier-, eine Dreier-Konstellation angedacht ist, also, ja, wenn es hier um eine Dreier-Konstellation geht, ja, dann kann man nicht davon ablassen. Aber hier weiterhin zwei der Schwerter, es bleibt unentschieden. Also, was heißt unentschieden? Ich habe gesagt, wenn es hier jemanden gibt, der noch einen festen Partner hat, der kann sich einfach nicht entscheiden. Und wenn, dann entscheidet er sich eher für den bestehenden Partner. Und daran wird sich hier nichts ändern, auch wenn man zwischendurch wieder hin und her switcht. Ja, man trifft sich dann nach längerer Zeit, ach, die alten Zeiten und ja. Ja, aber ich guck mal, ob hier doch noch mal eine Entscheidung kommt. Wagen. Neun der Stäbe. Ja, man forciert das weiterhin. Und es geht so weiter. Aber das ist schwierig, weil es ist anstrengend einfach. Es entzieht hier wirklich sehr viel Kraft. Naja, müsst ihr selber wissen. Ja? Das ist eure Entscheidung. So, ich bin am Ende angekommen. Ich lege hier noch die Lenormand-Karten. Wer das sehen möchte, der bleibt dran. Und allen anderen wünsche ich schon mal frohe Weihnachten und einen wunderbaren Silvester, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. So, Wassermann im Dezember 21. Das Herz, der Schlüssel, die Sonne. Die Fische. Der Fuchs, die Blumen, die Brücken, die Schlange und der Brief. So, ganz interessant. Och, was ist das denn jetzt? Mein Stift fällt hier auseinander. Hallo. Hat wieder mein Kind hier rumgespielt. Zentral in der Mitte haben wir den Fuchs. Ja, der Fuchs, das ist so dieses schlaue Vorgehen, taktieren. Ja, so ein bisschen dieses Kalkül, ja. Die Könige der Schwerter gehen da auch manchmal sehr kalkuliert an die Sachen ran. Ganz interessant. Wir haben hier auf der linken Seite das Herz und die Fische, auf der rechten Seite die Sonne und die Blumen. Und dazwischen haben wir den Schlüssel, der letztendlich in die Richtung hier zeigt.
Ich sehe hier ganz stark diese Entscheidung für jemanden, Geld oder Liebe. Klingt jetzt echt blöd, aber hier ist jemand, der das Glück viel mit dem Materiellen koppelt. Ja. Und der Fuchs schaut auch darauf. Hier ist vielleicht auch jemand, der viel zu viel Zeit damit verbringt, Geld zu verdienen. Ja, wenn jemand sehr gerne seinen Job ausführt, ja, seine Arbeit liebt, da ist nichts gegen zu sagen. Alles ist gut, was man gerne tut. Aber wenn der Hauptaspekt hier auf dem Materiellen liegt, ja, dass man aus Liebe zum Geld, wie Dagobert Duck, also nichts mehr anderes im Kopf hat, ja, das ist dann fragwürdig. Und der Fuchs, der schaut schon drauf. Ja. Und er sagt, ist das Geld hier das alles wert? Ja. Und wir haben hier auf der anderen Seite sehr schön die Sonne und die Blumen. Hier ist etwas sehr Liebliches. Hier ist eine Chance, eine Gelegenheit, ein Angebot. Etwas, was Energie bringt, was Lebensfreude bringt. Ja. Ein Geschenk ist hier da. Und dieses Geschenk ist auch irgendwo ein Türöffner, öffnet vielleicht auch einen gewissen Käfig. Ja, ein Käfig ist ja auch etwas, wo man sich vielleicht eingezwängt, eingesperrt fühlt, fühlen kann. Ja, und hier einfach mal das sich anschauen, dieses Geschenk, diese Option könnte ein Türöffner sein, ein Käfigöffner. Ja. Um halt vielleicht gewisse Freiheiten für sich zu entdecken. Deswegen der Fuchs ist hier in der Mitte eine kleine Warnung, vor allem weil hier auch die Schlange auftaucht direkt drunter. Ja, hier sind vielleicht irgendwelche alten Kontakte, die hier aufflackern könnten. Ja, also aufpassen, wenn hier auf einmal alte Kontakte auftauchen, sehe ich ja so als kleine Warnung. Könnte vielleicht auch Unruhe stiften. Also ist jetzt nicht so. Ja, ich habe hier auch noch den Brief daneben, ne? Ja, die Schlange und der Brief. Irgendein schicksalhafter Brief, eine schicksalhafte Nachricht wird hier überbracht. Und ja, guckt euch das ganz genau an. Ja. Irgendjemand empfängt hier eine sehr wichtige Nachricht oder verschickt eine sehr wichtige Nachricht. Und die ist sehr bedeutsam. Die ist sehr bedeutsam. Na gut. Ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch, ja, nochmals frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.